Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren und jetzt gerade mir mal gerade zuschauen. Ja, ich habe mir das Thema Lammfell herausgepickt. Lammfell in Kinderschuhen, macht es Sinn? Ist es ein reines Luxusprodukt? Wo liegen die Vorteile? Und was habe ich selbst als Elternteil davon? Wen es also interessiert, der bleibt einfach dran. Und dann sieht man sich sozusagen gleich wieder. Ich würde mich freuen, also dann bis gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die mir jetzt gerade da draußen mal zuschauen. Heute geht es um das Thema Lammfell in Kinderschuhen. Macht es Sinn? Ist es ein reines Luxusprodukt oder wie auch immer? Ich denke mal, da werden wieder einige Neuigkeiten für den ein oder anderen Interessierten mal zur Sprache kommen. Und deswegen würde ich sagen, fange ich auch gleich mal an. Wir gehen ja nun stark auf den Herbst-Winter zu, das heißt, oder der eine oder andere von den Eltern interessiert sich dann schon auch für die gefütterten Modelle, wobei wir jetzt noch nicht wissen, wann der Winter genau erscheint und spüren lässt, dass er da ist, mit Kälte, Frost und eisigen Temperaturen. Wir wissen es noch nicht. Aber ein schönes Beispiel, sage ich mal, ist immer wieder, gerade für unsere Laufanfänger, ein schönes Schuhbeispiel ist dann immer unser schicker Frodo Laufanfängerschuh, den es sozusagen von der Größe 19 bis zur Größe 20 gibt, mit Lammfell abgefüttert. Ich sage immer hier, ein Schuh in seiner ausgesprochenen Luxusversion, weil wir haben hier es mit einem zweilagigen Leder zu tun. Das heißt, ich habe einmal die Tierhaut mit dem dazugehörigen Haarkleid und dann sozusagen einmal eine Tierhaut, wo das Haarkleid entfernt wurde, wo praktisch die Wolle geschoren wurde, entfernt wurde, die dann auf andere Art und Weise für Wollfutter und so weiter oder Wollfilz verwendet wird. Lammfell ist, ich sag mal, die Creme de la Creme. Mehr an Wärmehaltung, mehr an Luxus, mehr an Komfort, an Weichheit im Schuh gibt es nicht. Was macht jetzt also Lammfell so besonders? Also zum einen ist es natürlich auch hier immer wieder diese gewachsene Struktur, diese schöne Fluffigkeit, die ein Lammfell halt hat und die natürlich auch hier den Fuß schön einbettet und für eine wirklich natürliche Wärme sorgt. Auch wenn es immer recht kuschelig ausschaut, ich sage mal, das ist ein Schuh, mit dem kann man ab 10, 11, 12 Grad schon loslaufen. Ganz einfach. Unsere Bürger auf der anderen Seite des Kontinents, nicht unsere Bürger, sondern die anderen Menschen auf den anderen Kontinenten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate und so weiter und so fort, Neuseeland, Australien, die tragen zum Beispiel im Sommer ausgesprochene Lammfellstiefel. Und nun ist es ja bei denen nicht immer so eisig kalt wie bei uns in Mitteleuropa. Das heißt also, selbst als schon bei 16, 18 Grad werden dort Lammfellstiefel getragen. Und auch hier sieht man das teilweise immer wieder mal bei manchen Erwachsenen, dass die also dann, ich sag mal, schon bei milden Temperaturen mit dem Lammfellstiefel unterwegs sind und manch einer greift sich vielleicht an den Kopf, ob das Sinn macht. Macht es. Ich sag mal, der eine große Vorteil ist zum Beispiel, wie ich es schon angedeutet habe, wir haben eine super Fluffigkeit. Wir haben ein tolles Material, was nicht zum Schwitzen anregt. Lammfell hat zudem noch den großen Vorteil, es kann 30% mehr an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich überhaupt erstmal nass anzufühlen. Und zum anderen, es ist antibakteriell, es absorbiert Gerüche, es ist selbstreinigend. Also ich sag mal, ein wunderbares Produkt und wie gesagt, gerade für Laufanfänger empfehlen wir es jetzt schon in den Herbstmonaten, in den kühlen Herbstmonaten, ganz einfach, weil ich damit länger und besser die Körperwärme von drinnen mit nach draußen ziehen kann. Denn wie ich immer so schön sage, die Kinderfüße werden nur warm, wenn sie bewegt werden. Dann wollen wir doch nicht gleich, dass mein Kind innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, wenn es mal im Wagen sitzt und vielleicht mal nicht den super warmen Fußsack hat, gleich wieder unter kalten Füßen leidet. Wobei ich dann auch immer wieder zu meinen Eltern sagen muss, wenn der Körper da unten auf Sparflamme schaltet, dann hat das Kind nicht gleich Erfrierungen zweiten, dritten Grades. Es ist Sparflamme, weil der Körper sagt, da unten, wenn die Füße nicht bewegt werden, wird weniger Blutzirkulation benötigt, also da
legen wir den Schalter um. Das ist nichts anderes als ein sparsamer Energiehaushalt. Ne? Diese Modelle von Frodo gibt es von der Größe 19 bis ca. 30. Wir verkaufen sie super gut in den Erstlingsbereichen, also bis zur Größe 23, 24. Für Eltern, die diese Kuscheligkeit auch gerne größer haben wollen, gibt es die auch bis Größe 30. Nun muss ich natürlich auch mit dazu sagen, ein Schuh, der so viel Komfort hat, so viel Weichheit, so viel Griffigkeit, ist gerade auch hier, man sieht man so ein richtig schönes, genarbtes, etwas dickeres, aber ganz knautschiges Leder. Ja, diese Schuhe werden halt nicht mit Membranen verarbeitet. Also die sind für kühle, vielleicht auch mit für feuchte Tage, aber niemals für richtig nasse Tage geeignet. Ganz einfach, weil kein Lieferant der Welt, ich sage es mal, versaut sich jetzt so einen tollen Lederschuh mit einer chemischen Zusatzmembran, die den Schuh vielleicht noch mit abwechslungsreicher, vielseitiger machen würde. Aber hier geht es ja um Weichheit und Knautschigkeit. Und es gibt bestimmt auch den einen Lieferanten, der den Wunsch der Kunden erfüllt. Aber hier bei Frodo passiert das nicht. Hier bleiben wir wirklich im wasserabweisenden und absolut neutralen Bereich. Das heißt, hier ist es Leder in seiner schönsten Art. Manchmal kommt ein natürlich auch hier nochmal so ein bisschen das Fell unter und es sieht aus wie Lammfell, aber es ist es halt nicht. Wie erkenne ich das jetzt als Laie? Ganz einfach. Bei einem richtigen Lammfell würde ich mir immer irgendwo eine Kante suchen oder eine Schnittkante suchen am Schuh, wo ich es vielleicht auch sehen kann. Also hier ist es zum Beispiel immer sehr deutlich zu sehen, entweder am Schaftrand oder da, wo die Zunge ist, sehe ich praktisch hier nochmal diesen hellen Streifen. Das bedeutet immer, hier habe ich es wirklich mit einem schönen, dicken, knautschigen Leder zu tun. Das wäre jetzt der Unterschied wie bei dem Stiefelchen. Das sieht auch immer ganz flauschig aus. Hier wird vom sogenannten Webpelz gesprochen. Und wenn ich mir jetzt hier eine Schnittkante suche, dann sehe ich zum Beispiel gerade hier, auch am Reißverschluss, ich habe es mit einem ganz dünnen Material zu tun. Und wenn ich das sogar hier noch wegdrücke, dann sehe ich sogar hier unten drunter noch den textilen Träger, das textile Trägermaterial, wodurch die Wollfasern oder Wollstrippen sozusagen gezogen worden sind, wo es verwebt wurde. Ja? Also, das ist immer so ein untrügliches Zeichen. Wenn man es jetzt auch richtig auseinanderziehen würde, man würde das textile Material sehen. Währenddessen, wenn ich es beim Lammfell richtig schön auseinanderziehe, sehe ich dort, wie sozusagen die Haare, die Schafhaare aus den Poren rauskommen. Ja? Das ist also eine richtig gewachsene und urbane Struktur ist. Hier ist es was Textiles, was Künstliches. So, also Lammfell ist gut. Lammfell kann man auch jetzt schon tragen. Lammfell ist super toll für kleine Füße, die jetzt vielleicht nicht ganz die Wärmehaltung haben. Ganz einfach, weil es schön die Körperwärme hält, ohne den Fuß zum Schwitzen anzuregen. Die anderen Vorteile hatte ich alle schon erwähnt, antibakteriell, geruchsabsorbierend, selbstreinigend. Der Flor richtet sich auch immer wieder über Jahre hinweg noch auf, bis es dann mal irgendwann mal, ich sag mal sozusagen, ermattet. Das ist aber ganz normal. Und ansonsten, ich sag mal, Herz, was willst du mehr? Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.